Donnerstag, den 31. Oktober, findet um 18 Uhr eine Gedenkfeier beim Kriegerdenkmal am Kalvarienbergweg statt. Dieser Anlass dient dem ehrenden Gedenken an die gefallenen und verstorbenen Kameraden der Region. Im Anschluss wird am Vorplatz des Gemeindeamtes eine Kranzniederlegung durchgeführt, musikalisch umrahmt von der Bläsergruppe des Musikverein Kammerns. Die Feuerwehrjugend Mad Steinstadelhof lädt am 31. Oktober ab 17 Uhr zur schaurigen Halloween-Party ins Rüsthaus ein. DJ Marky sorgt für musikalische Unterhaltung und bringt die Tanzfläche zum Beben. Kommen Sie in Ihrem besten Halloween-Kostüm vorbei und genießen Sie ein unvergessliches Erlebnis mit Freunden. Am Sonntag, den 3. November, sind alle Jäger und Freunde der Jagd herzlich eingeladen um 9.30 Uhr zur Hubertusmesse am Hauptplatz in Mautern. Die heilige Messe, die vom Pater Egon Hohmann geleitet wird, beginnt um 10 Uhr in der Pfarrkirche. Im Anschluss findet der Hubertussegen statt, bei dem der Segen für eine erfolgreiche Jagdsaison erteilt wird. Am 8. November findet in der Landwehrkaserne St. Michael der Tag der offenen Tür statt. Ein tolles Rahmenprogramm von 9 bis 17 Uhr mit Blick hinter die Kulissen des österreichischen Bundesheeres. Kampfvorführungen, Schießsimulationstechnik und Affenausstellung. Auch Kinder und Jugendliche kommen hier mit einem Unterhaltungsprogramm nicht zu kurz. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, mit Angehörigen des Heerespersonalamtes ins Gespräch zu kommen. Für das leibliche Wohl der Gäste ist natürlich ebenfalls gesorgt. Der FC Kammern lädt am Samstag, den 9. November, zum Preisschnapsen am Sportplatz Kammern ein. Beginn ist um 13.30 Uhr, die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro. Inklusive zwei Nachkäufe zu je 10 Euro. Es warten tolle Preise auf die besten Spieler, darunter Geldpreise von bis zu 300 Euro. Kommen Sie vorbei und zeigen Sie Ihr Können beim Kartenspiel. Die Ortsmusikkapelle Mautern lädt am 9. November um 19.30 Uhr zu ihrem Martini-Konzert in den Turnsaal der Mittelschule ein. Unter der musikalischen Leitung von Kapellmeister David Hubner erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm, das den Herbst feiert. Der Eintritt erfolgt auf freiwilliger Spendenbasis und alle Einnahmen kommen der Musikkapelle zugute. Genießen Sie einen unterhaltsamen Abend mit schöner Musik in geselliger Gesellschaft. Seien Sie dabei und unterstützen Sie die lokale Musikkultur. Bühne frei für die rabenschwarze Komödie Im Kloster ist der Teufel los. Die Obersteirische Volksbühne lädt am 9. November um 19.30 Uhr ins Volkshaus von St. Michael zur Premiere ein. Das Stück von Carsten Lögerich verspricht spannende Unterhaltung in drei Akten. Regie Toni Steger. Weitere Aufführungstermine sind am Sonntag, 10. November um 15.30 Uhr, Freitag, 15. November um 19.30 Uhr und Samstag, den 16. November um 15.30 Uhr. Karten im Foyer des Gemeindeamtes St. Michael. Die Hobbyausstellung in Traboch findet am 9. November von 9 bis 17 Uhr im Festsaal Traboch statt. Zahlreiche Aussteller präsentieren ihre kreativen Arbeiten und Bastelprojekte. Besuchen Sie die Ausstellung und lassen Sie sich inspirieren. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen gesorgt. Die Veranstaltung bietet nicht nur die Möglichkeit, verschiedene Hobbys zu entdecken, sondern auch mit den Ausstellern ins Gespräch zu kommen und Ideen für eigene Projekte mitzunehmen.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Ja, es ist uns eine ganz besondere Freude, dass wir super Winzer aus ganz Österreich in die Simonmühle nach Trofeiach bringen werden und dort eine Weinmesse veranstalten werden, wo über 130 Weine zum Verkosten sind. Es wird an die 16, 17 Stände geben mit Winzer, wo jeder Winzer 8 bis 10 Weine präsentiert. Ja, wir haben natürlich als Ergänzung eine Speckverkostung von einem sehr bekannten regionalen Speckproduzenten und für alle, die nicht nur dem Wein zugetan sind, haben wir auch eine Bierverkostung, ein Biertesting einer regionalen Brauerei. Ja, Karten gibt es im Vorverkauf bei Optik Waslein Trofeiach, im Freiensteiner Hof St. Peter Freienstein und in der Weinlaube in Leoben oder online auf Ö-Ticket. Ich freue mich sehr, wenn ich den einen oder anderen von euch auf unserer Weinmesse am 9. November begrüßen darf. Prost!